Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video heute vom Tempelhofer Feld und entschuldige, wenn ich immer mal hier auf diesen Monitor schaue, denn auf diesem Monitor kann ich jetzt das Kamerabild sehen und das Framing begutachten. Also ich kann sehen, wo ich stehe, und dieser Monitor hilft mir als Alleinfilmender unheimlich, mein Bild zu kontrollieren. Denn diese kleinen Kameramonitore, die ausgeklappt werden, die reichen ja nicht aus, um wirklich gutes Bild zu beurteilen. Und dieser kleine Monitor, der hilft mir, solche Situationen und solche Bildschnitte zu vermeiden. Ich blende dir das mal ein aus einem meiner letzten Videos. Ja, und dieser Monitor, der überträgt in Farbe und in Full HD. Du kannst sogar ein 4K-Signal transportieren. Es handelt sich allerdings hierbei um einen Full HD-Monitor. So, und das ist wirklich eine eierlegende Wollmilchsau. Und weil der Funktionsumfang so groß ist, habe ich mir hier einen Spickzettel geschrieben. Als erstes musst du wissen, dass ich diesen Monitor zusammen mit einem Sender, nämlich dem Mars 400S Pro, betreibe. Das ist ein ganzes Sender-Set, das habe ich dir auch schon mal vorgestellt auf meinem Kanal. Ich verlinke dir das Video nochmal hier oben links. Und jetzt gibt es als Ergänzung einen Monitor. Und dieser Monitor, der kann empfangen, zum Beispiel eben das Funksignal von dem Mars 400S Pro. Aber der Monitor könnte auch selbst als Sender fungieren und du könntest zwei Monitore betreiben. Aber du könntest auch das Bild, was dieser Monitor aussendet, beispielsweise über eine App auf dem Smartphone begutachten. Aber dieser Monitor, der ist natürlich viel besser, weil ich auch die Farbnuancen hier super gut sehen kann und mich eben hier bewegen kann. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin völlig verliebt in dieses Teil, weil das ist eine ganz große Herausforderung, wenn du allein unterwegs bist, hier wirklich dein Bild zu kontrollieren und zu begutachten, zu schauen, ob die Kamera scharf ist und so weiter, was hier alles passiert. Und das ist ein professioneller Monitor mit einem enormen Funktionsumfang. Ich blende dir immer mal ein paar Fotos ein und ein paar Videosequenzen, die ich gemacht habe im Studio, um dir hier auch ein bisschen die Bedienung zu zeigen. Und ja, wirklich viele, viele Möglichkeiten. Du kannst ein HDMI-Bild übertragen. Du kannst auch, wenn du das benötigst, beispielsweise dein Rechnerbild übertragen. 4K-Ausgang über eine Funkstrecke, über eine größere Distanz. Du hast hier kleine Stummelantennen, die sind sehr, sehr praktisch und sehr, sehr viele Funktionalitäten. So, jetzt hole ich aber mal meinen Spickzettel raus. Also, es ist ein 5,5 Zoll LCD-Monitor. Wie gesagt, 4K-Übertragung, aber der Monitor stellt nur Full HD dar, allerdings enorm scharf, und 30 Bilder pro Sekunde können übertragen werden in 4K. Der Monitor hat nämlich auch einen HDMI-Ausgang. Also du kannst ihn, wie gesagt, als eigenen Sender verwenden und dann hier HDMI einleiten oder auch HDMI ausgeben. Aber er hat auch eine SDI-Schnittstelle. Also du siehst, das ist ein professionelles Gerät. Und bevor ich jetzt weiter einsteige in die technischen Details, möchte ich dir noch mal ein paar Beispiele nennen, wo du so einen Monitor verwenden kannst. Zum Beispiel bei einem Shooting, wenn du ein Fotoshooting machst und die Agentur etc. möchte immer sehen, was für ein Bild jetzt entsteht, dann ist so ein Monitor ideal. Oder auch eben, wenn du filmst, wenn mehrere Menschen beim Filmen das Bild begutachten wollen, Auftraggeberinnen und Auftraggeber, den drückst du so einen Monitor in die Hand, mit Akku betrieben, der Akku ist wechselbar, und dann können die immer das Live-Bild begutachten und gegebenenfalls eingreifen, wenn ihnen das Setting, die Szene so nicht gefällt.
Also sehr viel im professionellen Bereich, sehr viele Einsatzszenarien im professionellen Bereich. Aber ich denke auch, manch einer wird so einen Monitor sich zulegen, weil es eben so praktisch ist, hier drahtlos das Kamerabild zu begutachten. Ein weiterer spannender und sehr aktueller Anwendungsfall für den Mars M1 in Verbindung mit dem Mars 400S Pro ist die neue Funktion an der Z9 Auto Capture. Wenn du nicht genau weißt, was das ist und dich da mal ein bisschen informieren möchtest, ich verlinke dir hier oben ein Video. Auto Capture ist eine Funktion an der Z9. Damit kannst du die Kamera in eine Art Beobachtungsstatus schalten. Und du hast dann ganz viele verschiedene Szenen, die du auswählen kannst und die Kamera auslösen. Entweder für eine Fotoaufnahme auslösen oder für eine Videoaufnahme auslösen. Beispielsweise, wenn ein größeres Objekt von rechts nach links durchs Bild läuft, löst die Kamera aus. Oder wenn ein Objekt in einen bestimmten Entfernungsbereich kommt, sich in diesen Entfernungsbereich bewegt, dann löst die Kamera aus. Und diese Anwendungsfälle, die sind natürlich insbesondere dann interessant, wenn du nicht an der Kamera sein kannst, wie zum Beispiel in einer bestimmten Wildlife-Situation. Und wenn du dann trotzdem die Kamera und die Funktion beobachten möchtest, dann ist natürlich der Mars M1 ideal, mit ausreichend Strom versorgt, genauso wie die Kamera. Kannst du dich 100 Meter entfernen von deiner Kamera und trotzdem das Bild beobachten und schauen, ob die Kamera, ob diese Auto-Capture-Funktion so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Ja, aber du kannst den Monitor natürlich auch einfach auf ein Stativ positionieren, bei dir im Studio beispielsweise ihn auf ein Stativ stellen und dann kannst du da drinnen drauf schauen. Der muss ja auch nicht sichtbar sein, er muss ja auch nicht im Bild sein. Aber es ist eben ganz toll, gerade auch beim Videofilmen, wenn du hier nochmal einen Blick drauf werfen kannst. Ja, jetzt zum Beispiel passt das Framing, mein Kopf ist nicht abgeschnitten und du siehst hier noch was Schönes vom Tempelhofer Feld im Hintergrund. Die Belichtung stimmt. Ich gehe jetzt mal mit dir durch, was der überhaupt alles so für Möglichkeiten hat und fangen wir mal mit der Hardware an. Also ich hatte ja schon gesagt, HDMI in, HDMI out. Also du kannst einfach auch hier nochmal das Bild über einen anderen Monitor dann anschauen, über HDMI out, SDI in Schnittstelle für einen professionellen Bereich, natürlich einen großen, gut tastbaren Ein- und Ausschalter. Und toll ist die Stromversorgung. Also einerseits hast du hier unten so einen NPF-Akku, die sehr gängig sind von Sony. Und da gibt es verschiedene Größen. Aber du kannst auch einen professionellen Akku über ein DTAP-Kabel anschließen und hast auch nochmal hier einen Ausgang für eine Stromversorgung. Ganz toll. Dann natürlich Kopfhörerausgang, eine USB-Schnittstelle, die aber im Wesentlichen dazu gedacht ist, um hier die Firmware abzudaten. Kopfhörerausgang habe ich schon gesagt und hier sowohl fürs Hochformat als auch fürs Querformat entsprechende Gewinde, um die Anhalterungen, um den Monitor Anhalterungen auf Stativ, auf eine Stativplatte etc. zu montieren. So, und natürlich ist heute kein technisches Gerät mehr möglich ohne eine umfassende Softwareausstattung. Und du kannst hier eben wirklich professionelle Bildbegutachtungstools einstellen. Ja, du kannst zum Beispiel Waveform einstellen, du kannst spezielle Tools hier einschalten, um auch Hauttöne zu begutachten. Hier wird übrigens ein relativ flaches Profil auch übertragen. Dann kannst du ein Histogramm einblenden. Du kannst ein Peaking einschalten, eine Überbelichtungswarnung.
Du kannst ein Focus Peaking einschalten und da die Stärke und die Farbe einstellen. Dann hast du Falschfarbenmöglichkeiten und du kannst den hier auch auf verschiedene RGB-Werte umschalten und in Schwarz-Weiß auch nutzen. Ganz wichtig, wenn du mal in Schwarz-Weiß fotografierst und filmst. Du hast ja auch verschiedene Seitenverhältnisse, die du einstellen kannst, auch individuell. Und dann kannst du LUTs hinterlegen. Das ist natürlich eine tolle Sache, denn wie gesagt, dieser Monitor arbeitet mit einem sehr, sehr flachen Profil. Und wenn du im professionellen Bereich arbeitest, dann arbeitest du ja nicht mit linearen Kurven, nicht mit linearen Belichtungskurven, sondern über eine Kurve versuchst du noch mehr Dynamikumfang abzubilden in deinem Bild, in deinem Farbraum. Und dann ist natürlich praktisch, wenn du dort auch LUTs einblenden kannst, beziehungsweise wenn du dann das Bild, wenn du das möchtest, auch in Realita beurteilen kannst. Mir ist das gar nicht so wichtig. Ich habe am liebsten hier auf dem Monitor das flache Profil, weil dann sehe ich, ob der Belichtungsspielraum noch stimmt. Und in der Nachbearbeitung habe ich dann eben ja die Möglichkeiten, das Bild so zu entwickeln, auch den Film so zu entwickeln, wie ich es gerne möchte. So. Ich habe noch mal wieder hier umgeschaltet auf den flachen Bereich. Du kannst die Farbtemperatur anpassen. Du kannst auch reinzoomen hier in das Bild, um noch mal zu kontrollieren. Ja, ich stelle mir zum Beispiel auch vor, du machst eine Timelapse-Aufnahme, bist im Winter und bevor du an der Kamera frierst, setzt du dich in dein Auto, nimmst den Monitor mit und schaust immer, was passiert. Also wirklich super, super viele Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, wo man so einen Monitor einsetzen kann. Also immer dann, wenn du nicht an der Kamera sein kannst, wenn du nicht dein Monitorbild wirklich gut sehen kannst, hast du hier eine Möglichkeit, das Bild mindestens genauso gut beurteilen zu können. Ja, ganz viele Möglichkeiten, Spiegeln, Gitterlinien anzeigen und du kannst das Bild natürlich, du kannst dieses Gerät natürlich auch noch weiter konfigurieren. Du hast eine Anzeige über die Qualität der Funkverbindung und eine Anzeige über den Ladestand des Akkus. So, mache ich mal einen kleinen Entfernungstest. Also noch habe ich ein tolles Bild. Jetzt ist die Frage, was bringt die Funkverbindung oder das Bild? Abgefahren, wie weit ich hier gehen kann. Ich bin jetzt sogar abgewandt. Ich habe hier immer noch ein tolles Bild. Millisekunden Latenz, wenig. Und ja, also du siehst, ich habe hier immer noch Bildkontakt und vielleicht ist der Ton schon längst abgerissen. Ja, also ich breche hier mal ab. Das ist eine enorme Leistung hier. Eine enorme Funkleistung dieses Gesamtsystems. Wie gesagt, idealerweise hast du dann auch noch eben so ein Mars-Set dafür und dann hast du alle Möglichkeiten, dein Bild zu übertragen. Wenn ihr Fragen zu dem Mars M1 habt, dann schreibt ihr gerne in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, ob ihr ein Use Case habt für den Mars. Und ich zeige euch den jetzt nochmal. Ja, da könnt ihr genau sehen, was ich hier alles aufs Bild bekomme. Und ich kann kontrollieren, ob ich auf dem Bild bin für euch. Ja, also ihr seht hier ein tolles Bild. Ich glaube, in Wirklichkeit kann man immer solche Bild-in-Bild-Dinge sehr, sehr schwer rüberbringen. Da seid ihr, müsst ihr euch auf meine Aussage verlassen, auf meine Aussage zur Bildqualität. Die ist hervorragend von diesem Monitor.
Also schreibt eure Fragen in die Kommentare und mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr einen Use Case für dieses Gerät habt. Und wenn, dann schreibt den gerne mal in die Kommentare und ich kann euch dort auch beantworten, ob ich das genauso sehe und ob ich glaube, ob ich das bestätigen kann, dass ihr das Problem, was ihr möglicherweise habt, mit diesem Monitor lösen könnt. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, tschüss.